Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV und wir schauen uns heute wieder ein altes Best-of von uns an und wenn ich wir sage, meine ich natürlich alle aus dem Team Pizmeet haben sich wieder zusammengefunden, um gemeinsam ein wenig zu lachen mit euch. Und heute ist dran das Best of September 2015. Fantastisch, die Super Mario Maker Videos von Hardy cool. So cool. Hätte ich, schön, ist ein Video von mir. Ich wollte gerade sagen, da sieht man Jay, aber ist cool. Was mir einfällt, ich hätte von Anfang an immer schon so mit Kappe auftreten sollen, dann hätte man nie gewusst, dass ich keine Haare habe. Das stimmt. Ja, du hättest dann aber echt Stress gehabt, weil du hättest dann ja nie Fotos oder Videos von dir veröffentlichen dürfen, wo du keine Kappe trägst. Ja, ist halt so. Aber dann ist das den großen Skandal gewesen, wenn man dich dann ohne Kappe sieht. Es gibt ja auch keine Fotos, Peter, wo du mit Bad Hair hast, ungefähr. Doch, gibt's. Ja, okay. Fischkopf hat auch irgendwann mal seine Kappe abgezogen. Ja, und dann wüsste man halt, dass du wenig Haare hast. Also, ja, alles für die Katz. Machen müssen wir Sido. Let's ja, leg Sido. Los. So, Start. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge. Yes! Ach, sieh. Was ist das denn? Ey, da ist ein Wurf von mir gestorben. Wie geht das denn? Ja, Alter, wie stehen die anderen? Der direkt halt das Wasser, das spawnt halt irgendwie. Wir sind schon zwei Würmer zu. Alter, ich hab mir noch zwei Würmer. Christian, hat Vergangenheit und Gegenwart also Christian gerade gleichzeitig festgestellt. Okay. Das ist richtig. Ja. Wow. Alter, jetzt hätte ich fast einen Abgang gemacht. Peter segelt gleich die Leiter runter. Ich denk mir so, boah, ist das ein geiler Tag heute. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice. Kommt damit auch noch nicht so ganz klar. Simi hat jetzt gerade die Lampe umgeworfen. Oh, Jay, da hättest du was sagen müssen. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hoffe, Jay. What the fuck, ich dachte, Christian hat jetzt gerade mit dir geredet. Eine dumme Hure. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich will, wenn ich gegen euch spiele oder mit euch spiele, vernünftige Rad-an-Rad-Duelle haben. Ist raus. Ich will dich gleich richtig wegficken. Ziehst du schon in die Richtung? Oder? Fick dich mal! Alter, willst du mich verarschen? Peter fährt gerade wieder so richtig langweilig alleine voraus, ey. Ja, dann komm halt fick mal ich ran. Ich erstmal weg. Oh, nein! Oh. Nein! Alles langweilig, ich muss rammen, sonst ist alles langweilig. Ich hab kein Mal gerammt. Ich hab jetzt aber nicht sehr wirklich eingespielt. Hast du echt jetzt? Nicht begeistert, ja, hab ich. Ja, und trefft ihr euch jetzt oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Was? Ich weiß, wer euch jetzt hier spielt. Ich glaube. Mami, nicht. Was machst du denn? Was ist denn? Digi, Alter, was war das denn? Mal gute Aktion. Alter Sepp, Mann! Wie schlecht hast du denn geschossen? Willkommen im Monatsbestoff von August. Moment, PL. Komm, lass es lieber. Ich lass es. Autor ist wieder so ein kompetitiver. Was für dein Film? Ja, ja, ich will ganz ehrlich, wenn du 500 Millionen hast, dann ist die Hälfte ungefähr schon wieder ins Finanzamt. Dann hast du noch 250 Millionen, das ist echt schon nicht mehr so viel. Ja, stimmt. Nee, dann wird es schon richtig knapp. Also. Boah, ey, 250 Millionen, er muss ja schon jeden Cent umdrehen. Er muss nur gucken, ob die mögen. Big Marmelade noch leisten. Da musst du halt, da musst du echt gucken, ob du jetzt bei Netto einkaufst oder ja, eben. Ja, musst du echt gucken, ja. Aha, ja, dann ist abgeworfen, zu handeln. Denn du handelst ja gerne mit magischen Gegenständen. Ja, okay. Magische Stoffe. Will ich haben. Vier Heller gebe ich dir sofort auf die Hand. Okay, drei. Fünf. Für 50 Dukaten gehört das so viel. 50 Dukaten? 50 Dukaten ist echt übertrieben. Machen wir 40. Machen wir ein Silberstück. 40 Dukaten. Zwei Silberstücke. 35 Dukaten. 35 okay. Dukaten. Okay. 30. Ich gebe dir eine halbe Dukate. Für alles. 10 Dukaten. Muss zwei ich Dukaten. Nee. Dann bin ich raus. 8. Ich gebe dir 2,5. Letztes Wort. 6 Dukaten. 3. Und ich gebe dir noch einen Mantel. 5. Und den Mantel. 4. Mantel und Schuhe. 5 Mantel und Schuhe. Nee. 4. Und die Schuhe. Okay, dir. Ich hab schon 4 plus Mantel und Schuhe angeboten. Nein. Doch, stimmt doch. Aber geil getradet, hochgetradet. Was? Ja, Jay.
Was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe Formel 1 aufgenommen. Ja, das haben wir am Freitagmorgen um 10 das gemacht. Das ist ein Wochenende. Ja. Freitagmorgen um 10 ist für die meisten Leute ach, das ist entstanden. Ja. Und der nächste. Freitag ist doch auch Wochenende. Freitagmorgen um 10 ist doch nicht Wochenende. Ja, aber Freitag ist doch schon Wochenende. Nee. Nein. Nö, nee, meiner Meinung nach auch. Ich verstehe das nicht, dass Freitag nicht zum Wochenende gehört. Was? Moment, verstehe das immer noch nicht. Ich kann jetzt nicht Zeichen bringen. Oh, ich habe meine Waffe weggeschmissen. Was ist hier? Erschreckt mich häufig. Ja, das ist schon wieder weggeschmissen. Ja, weiß ich nicht. Boah, also diese Überschlag. Voll raus. Ah, Classic. Ja. Scheiße. Ich bin durch. Das kommt halt einfach so random. Das ist nichts. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, ich bin vorbei. Ich bin stehen geblieben. Boah, wie kernbehindert bist du? Der ist schon zweimal überschlagen. Das war krass. Und Jay auch! Nein! Jay hat Fallschaden gekriegt! Jay hat Fallschaden gekriegt! What the fuck? Kann man machen, ne? Kann man mal machen, ne? Kann man machen. Kann man machen. Kann man mal machen. Machen wir mal. Oh, es will fliegen wie ein Boot! Welcher hirnamputierte Pavian-Arsch hat mich da weggefickt? Welcher war das? Adi! Wir haben doch gar keine Karte im Inventar. Wir müssen Graham aufsuchen und verkloppen. Wer ist die das? Karte klauen. Wer ist Graham? Der von Gothic 2. Der Kartenmacher. Also können wir uns ja aufsuchen. Ja, aber ich würde sagen... Ihr seid einfach Pfann, wenn ihr das nicht witzig fandet. Also so deep. Dein Gesichtsausdruck fand ich sehr witzig danach. Ich seh das halt. Schaut mal geil. Hey. Den hättest du jetzt aber auch reinmachen können, dann wäre der Shit gewesen. Ich bin am Stumpflock hier, ey. Ja, aber ohne Spaß. Was? Oh, hast du mich. Na, was machst du denn? Das ist original Pro-Gameplay. Nein! Oh, ist das das? Die zweite Sache, die ich dir halt für dein erstes Mal damit geben würde, ist Gummi. Egal wann und egal wo und egal mit wem du es machst, versuch mal währenddessen nicht an einen von uns zu denken. Was ist das? Das ist richtig böse. Ist geil unerwartet, ey. Wow. Oh, das war auch gut. What? Was war das für eine Dance-Einlage? Oh, what? Was hält denn dein Char eigentlich aus? Überbewertet. Alles. Für die Leute, die nicht so der Fan von TH sind, da hat Malik immer so einen geilen Tipp gehabt. Einfach statt TH, also W, einfach F sagen. Aber du kannst ja anstatt nothing, kannst du einfach nothing sagen. Okay, bei welchen Wörtern funktioniert das noch? Ja, motherfucking. Weißt du, ich hab's nicht ausgesprochen. Du weißt, was ich meine, ne? Ich hab's nicht ausgesprochen. Warte, nimm mal nicht die Bombe hier nach oben. Du hast mir wieder voll die Füße geschmissen. Ich hab das überhaupt gemacht. Oh, shit. Ich hab diese Wortknöpfe. Ja, scheiß drauf, jetzt ja zu dir. Jetzt red ich mal ein bisschen. 3, 2. Hadi, du sagst übrigens die ganze Zeit nichts. Ich glaube, sein Mikrofon spackt wieder rum. Von Anfang an, du hast in der ganzen Aufnahme noch nichts gesagt. Echt jetzt? Ja. Ich hab vorhin die ganze Zeit das N-Wort gesagt. Boah, Mann, wie behindert. Na komm, nächster Tipp. In dieser Zeit wurde sie schwanger. Wenn's reißt, dann reißt's. Nun haben wir uns aber getrennt. Wie würdet ihr damit umgehen? Es gibt halt keine gute Entscheidung. Es gibt halt immer nur Kompromisse. Oh, also ja. Es gibt halt die Entscheidung entweder... Und Suizid. Das war das, ja. Ich sitze auf einem Roll... ich sitze auf einem Rollstuhl. Also nicht auf dem Rollstuhl, sondern auf dem Schreibtischstuhl. Auf deinem Rollator, ja, ist auf dem Schreibtischstuhl, der Rollen hat. Chance von 1,20. Boah, ey, weh! Oh. Das war echt einer der Gipfel, ey.
Jetzt wäre einfach so rausgerollt. Ja, da hast du einfach wirklich absichtlich in die Richtung gedreht, ne? Die sind ja auch so auch grausam. Nein! Ich hab alle vier Würmer von Adi gefickt! Nein! Alter. Nein! Peter ist sehr ausgeglichen. Und jetzt nochmal den Rücken. Wieso alles mit Marco? Die sind genau so schon. Also war ein Freundschaftsspiel. Ne, die sind ja kein Freundschaftsspiel. Das war Quali-Spiel, Alter. Und 3-1 gewonnen, das war eigentlich ganz cool. Wie in Polen. Apropos Holland hier, beziehungsweise Holland. Wo kam denn jetzt Holland her? Boah! What a reflection! Nice! Alter, wir fahren mal AK. Schau deine Frage auf und werfst sie in den Trichter. Die Sphinx wird die Frage beantworten. Du nicht, Sepp. Wie alt ist, ach, das ist Mark diesmal wirklich? Das sind Ja-Nein-Fragen. Achso, ja, stimmt. Ich hab ein Buch gemacht, da drauf steht: War Hadi im Flugzeug wirklich betrunken? Ja, sag ich doch. Wisst ihr, die Sphinx hat gesagt. Sagt ihr immer Nein an? Das wollte ich nämlich auch gerade wissen. Die sagt immer Nein an! Ist so. Peter dumm. Nein! Mit meiner Freundin fast 6 Jahre zusammen sein, so mache ich das. Aber ich finde geil, wie abwertend du es gesagt hast, mit meiner Freundin 6 Jahre zusammen sein, als wenn alle Singles ein absoluter Abschaum schon wieder bei dir sind. Das ist echt das Furcht, das war, dass ah, ja. Dafür jetzt hier irgendwie schlecht reden, der das nutzt und dabei seinen Spaß hat. Ja. Ja, richtig, er kann sich doch Tripper holen, wo er will. Kann er sich ja auch bei alle Singles haben AIDS und Erbes. Nee, alle Tinder-User brauchen. Das Schöne damals war, dass alle Singles die zu kurz nach dem Podcast kam noch diese News mit dem richtigen Ja. Ja. Kannst du mich halt aus. Mach den Raser, Hadi, Komm schnell! Peter! Was war das denn? Ich hab ihn nicht gesehen. Nein! Der ist drin! Der ist nicht drin, du Pongo! Jetzt hör doch mal auf, das zu sagen! Doch, der ist drin! Was? Ich bin voll der Möhre dagegen geflogen! Peter? Ja, der kommt mit! Ich bin am Leben gefallen! Oh Mann! Komm schon! Die kann ich nicht treffen. Ich geh wieder. Tschüss. Ich fahr wieder weg. Und oben steht noch Preview an. Nicht ernsthaft. Doch, eine Stunde Preview. Das kann nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Christian kommt irgendwie zu. Nein, Mann! Nein! Ach du. Bei der Formel 1 sterben einfach zu wenig Leute. Muss man einfach mal so sagen. Was da? Der ist schon wieder. Schon wieder drin? Oh nein, Jay schießt mich jetzt gleich ab. Schießen, ja, mich. Oh. Headshot incoming. Fast getroffen, muss auch treffen, du Lehrer. Nee, das wäre sonst wieder oder so. Das ist so eine geniale Idee für gleich, liebe Zuschauer, wisst ihr, warum Peter mich für zumindest. Zumindest für eine Zeit lang sehr hasste. Das war überhaupt nicht wie wieder nach Hause einlädt. Das hat war aber schon assi. War das gleiche Wochenende mit den Leuchten? Glaub schon. Boah, ey, da tut mir Peter nur mehr leid. Alter, was passiert hier schon wieder? Ach, liebt man nicht diesen, genau diesen Moment. Oh, das war auch geil. Aber Peter hab ich trotzdem zum Geburtstag eingeladen. Wahrscheinlich, weil er so musste. Ist das ein Multiplayer-Spiel, der bewegt sich genau in der Sekunde, in der man abdrückt. Es ist immer das Gleiche. Außer hier. Hier ist Singleplayer. Hier passiert sowas nicht. Hier visiert man stundenlang an und dann klickt man. Die Fallhöhe vorher zu generieren war echt. Das ist immer ein guter Move. Ey, das ist so puh. Du kommst runter. LOL! LOL! Wieso ich denn die Bazooka nicht? Doch, was ist das denn? Alter, das ist groß. Das geht doch überhaupt nicht. Alles klar, mit Spinjob ist es tatsächlich nicht so schwer. Kommt man hoch. Schön. Das war ein schönes Best-of. Das war wirklich eines unserer stärkeren Best-ofs, muss ich sagen. Das war echt super witzig. Oh ja. Yep.
Spaß hat's gemacht. Ich hoffe euch ebenfalls, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nächsten, ja, irgendwann geht's weiter hier, ne? Jede Woche zwei beste, zwei geile Reacts auf diesem Channel. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut rein. Ja. Ciao. Tschüss.